Hallo Leute! Greg, ihr fragt euch wahrscheinlich gerade, was ich hier mache. Ja, ich will hier einfach mit in der Aufnahme. Und dann habe ich das einfach bemerkt, dass das Mikrofon gar nicht an, weil es ist nicht toll. Ja, und jetzt stehe ich hier oben. Und ich wollte gerade zur Muschel, die direkt über mir ist. Und ja, wir sind jetzt schon ein Stückchen da hochgegangen, aber ihr kennt den Weg ja sowieso schon, ne? Wir haben die Mission schon mal gemacht. Also, ne? Ihr kennt das hier alles schon. Ihr kennt das? Ja, ich weiß. Ah, ich weiß. Oh oh. Der war gemein, ne? Habt ihr das gesehen, wie gemein der war? Nein. Und wir müssen da ja noch die 8 roten Münzen sammeln, da in der Region. Und dementsprechend müssen wir uns da mal ein bisschen beeilen. Müssen wir uns also mal ein bisschen darum kümmern. Beziehungsweise. Wie komme ich da denn am besten hin, ey? Am besten jetzt mit einem Dreifachstrom. Oh, das klappt, ne? Das wäre ja ganz cool. Es hat geklappt. Geil. Voll derbe abgekürzt. So dumm abgekürzt, dass es eigentlich schon fast wieder nichts bringt. Aber egal. So, welche Karte ist das? Daniel Jackson. Nein, das ist eine schöne Karte, ne? Das ist ja. Das ist ja so eine Sache, da muss ich mal überlegen, ob das funktioniert. Ja, was ich eben schon gesagt habe, sprechen ist es halt nicht, nicht unangenehm, aber ich merke, dass ich wieder irgendwas in meinen Mund aufgerissen habe, da muss ich da ein bisschen aufpassen. Und deshalb bin ich vielleicht heute ein bisschen, ruhiger. Ja, doch, so könnte man das sagen. Jo, da die 8 roten Münzen. Die Diablo 3 Server sind offline. Was soll das? Seid ihr doch alle dran schuld. Dann zwingt dich dazu aufzunehmen. Das ist doch bestimmt. Das ist, naja, wo soll ich denn mal nichts und aufnehmen? Ich muss ja heute was hochladen, ne? Kann euch ja nicht ohne mich diesen Montag weggehen lassen. Die Woche ist schon schlimm genug. Das denkt euch bestimmt schon alle gerade. Da denke ich mir so, nee, Leute. Mit mir ist alles besser. Und dann ihr alle so, yeah, Matze, yeah. Zum Glück haben wir nichts und alle so, yeah. Und ich so, yeah. Und ihr so, yeah. Also, yeah. Ah, da ist ja gar keine Fensterscheibe. Okay, sind hier, das ist der Yeah-Faktor. Dann denke ich, das ist eine Fensterscheibe. Das ist ja gar keine. Und dann denke ich so, yeah. Da war ja gar keine Fensterscheibe. Yeah. Ist das nicht cool? Yeah. Wieso ist eigentlich so unter Zeitdruck? Yeah. Wahrscheinlich gar yeah. Okay, gut. Okay, ich höre schon auf. Ich höre ja auf. Hab mich so böse anzumachen. Ja, ich höre das doch schon die ganze Zeit im Hintergrund. Hört doch schon die ganze Zeit die Affenmusik von Alex schon wieder. Die blöde Affenmusik, die ganze Zeit. Die macht mich fertig, macht die mich. Ich weiß noch nicht, wie ich hier hochkommen soll. Mit dem Wandsprung ging das irgendwie einfacher. So, hier ist noch einer. Das ist die Frage, wo ist die letzte Münze? Irgendwo da hinten, okay, gut. Ob wir die noch kriegen, ist so eine Frage. Aber ich denke, ich bin ja zuversichtlich. Jo, hallo Münze. So, gerade als angefangen zu klacken, haben wir sie dann gekriegt. Sehr gut. Bin ich mit einverstanden? Damit hätten wir den Stern auch schon mal. Jetzt muss ich aber noch weiter. Und, naja, ich habe zum Glück Unterstützung von meinem Dreck weg. Und dann ist auch der Stern und fertig ist die Geschichte. Das ist ja der nächste. Da haben wir aber Level. Da haben wir dieses Level auch abgeschlossen. Soweit, so gut. Das ist doch schön. Toll. Danke. Die Diablo 3 Server sind wieder online. Ist es nicht toll? Das ist immer schön, wenn ich das als erstes erfahre. Aber naja, ich muss ja eh aufnehmen, also fickt euch doch alle. Ehrlich. Könnt ihr alle mal. Nein, ich bin nicht süchtig. Ich spiele das Spiel auch nicht. Nur, dass ihr Bescheid wisst, es spielt jemand anders bei mir. Also, ich bin daran nicht schuld. Ne? Gut. Alles klar. Wo wollte ich jetzt? Was mache ich denn jetzt? So, okay, geh mal gucken. Was haben wir denn noch nicht fertig? Lido Serena. Plaza della Palma. Also 3 Sterne sehe ich hier noch. Mhm. Aha, aha. Mhm, mhm, mhm. Ja. Mhm, mhm. Ja, mhm. Okay. Lido Serena, wo ist denn der Scheiß? Was ist Lido Serena überhaupt? Muss ich mal kurz nachgucken. Lido Serena, ist das nicht der... Doch, das ist der Scheiß, ja. Wie kann ich da nochmal hin? Ich dachte immer, das wäre die Röhre da oben. Das ist sie gar nicht. Aber warte mal, da weiß ich, wo die ist. Aber pass auf, Leute. Ich weiß, dass sie da... So, dann müsst ihr hier rüber. An die ganzen Vögel vorbei. Ich muss wissen. Eine gewisse Person bei mir hat zurzeit einen Vogel bei sich zu Hause. Den Pep, der gerade wieder ein bisschen auf, weil er den gefunden hat. Und der war halt allein und hat ihn mitgenommen. Der muss ja auch aufgepäppelt werden. Weil der war wohl aus dem Nest gefallen gewesen. Und der wird halt wieder aufgepäppelt, ne? So ein bisschen. So, jetzt müssen wir die 2 Missionen hier noch machen. Das Geheimnis der Hotellobby war das erste gewesen, genau.
Ja, und daran haben mich gerade die ganzen Vögel, die können auch fliegen, weißt du, aber der Vogel, der hat doch keinen Bock zu essen. Der hat doch einfach keinen Bock da auch noch nicht drauf. Der wird so, nö, ich will nicht essen. Ja, aber fliegen kann er wie bekloppt, und Raven tut er auch die ganze Zeit in sein Käfig. Also das kann alles. Das ist ganz lustig. So, dann wollen wir mal gucken, mein lieber Freund. Wir müssen ja noch unsere zwei roten Münzensterne machen. So, ja, ja, ich weiß, es war der Geist, das ist alles super, ich will jetzt Mario. Okay, alles klar. Wollen wir nach oben. So, oh, hat ihr davon den schwulen Geister, wisst ihr? Einfach mit dem Weg ja. Ah! Wieder hoch! So, Nummer 1. Ich muss sagen, die Geräusche hier sind ein bisschen gruselig. Das muss ich ja mal so bestätigen. Ja, doch, doch, schon. Es ist ja ein bisschen gruselig gerade. Aber kein Ding, denke ich mir, weil ich bin ja eh schon hier oben angekommen. Hallo! Somit wären wir drin. Großer Mario, kleiner Mario, großer Mario, großer Mario, großer Mario, kleiner Mario, kleiner Mario, kleiner Mario, kleiner Mario, kleiner Mario, großer Mario, großer Mario, großer Mario, kleiner 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 Mario, kleiner
Also nicht, dass wir so aggressiv werden, wie bei diesen komischen Hüpfen-Level da. Weil da sind wir ja richtig aggressiv geworden, ne? Wisst ihr noch? Da habe ich ja wie einen Anfall nach dem anderen gekriegt. Aber ich habe doch... Warte mal, wo war das gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Warum habe ich das geräumt? Warum habe ich das gemacht? Das hat ja irgendwas mit Alex zu tun. Naja, stimmt ja. Ich glaube, ich war Mononobe in dem Futo. Und dann irgendwie habe ich was gemacht mit meinen Tellern und dann irgendwie... Aber ich habe doch... Okay. Da muss ich gerade denken. Da könnt ihr natürlich nichts anfangen, aber ich finde es witzig. Habt ihr schon mal Serious Apple geguckt? Das ist ein Video auf Half-Life United. Na, das muss man sich auch mal angucken, ne? Das featuret Peter den Stolzen. Peter der Stolze ist ein sehr, sehr epischer Charakter. Für... Deine Mutter ist scheiße, komm. Deine Mutter, ne? Die ist so scheiße, das glaubst du, ist scheiße, deine Mutter ist. Ja, auf jeden Fall ist es ein ziemlich geiler Charakter. Und, kann man sich mal angucken. Peter der Stolze in Serious Apple. Alter, was mache ich da? Okay, gut. Hat mir das schon mal geklärt. Zack, einmal hier rüber. Nein, ich habe nicht unser Dreck weg. Ich weiß, ich kann auch auf den Viecher springen, aber soll ich das tun und mich wieder selbst ermorden? Das ist Teil der Challenge, die wir vorher gemacht haben. Was soll ich das machen? Ich bin doch nicht wahnsinnig geworden. Was denkt ihr von mir? Geht doch nicht. Ich kann nicht überdenken, dass ich völlig wahnsinnig geworden bin. Also, Stampfen. Okay. Und jetzt nochmal, bitte das Ganze. Nummer 1. So, jetzt sollen wir uns mal ein bisschen konzentrieren, nicht, dass wir schon wieder scheiße bauen. Ich will ja immer so durchrushen, wie behindert der Gas da ab. Hallo. Danke, dass ich dich mitgenommen habe. Und dann hier rüber, zack. Also da hinten ist nämlich noch eine Münze, ich wusste es. Einmal hier nehme ich, zack. So, dann gehen wir hier rüber. Stampfen wir einmal rauf. Denken uns so, ja, schön. Das ist ja wirklich toll hier, das Ganze. Dann stellen wir es hier einfach so hin. Rücken wir runter. Klettern hier hoch. Danke. Und jetzt auch so. Wir sehen nichts. Natürlich, hier sieht man nämlich nie was. Oh. Und jetzt glitschen wir uns nicht da durch, sondern geht es ganz gemütlich da lang. So. Und so schwer ist die Mission dann gar nicht. Hoffe ich mal zumindest. Die Ansicht ist sehr unvorteilhaft. Ja. Weil du bist ja auch so gut da drin, ey, 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 ey! Okay, jetzt langsam werde ich wirklich wütend auf mich, will ich an der Stelle mal sagen. Jetzt langsam pisst mich das echt an. Scheiß Gamepad! Das geht ja nicht, hier, was ich hier abziehe. Ja, was mache ich hier, ey? Was soll das mein Problem, ey? Voll der gestörte Freak, weil so kann nichts anderes mehr, außer mit zwei Maustasten rumklicken. So, hoch jetzt hier. Es liegt an Time Studios, so Time Studios ist schuld. Schön, dass er wieder Time Studios 2. Gutes Spiel. Ich sag's euch. So, jetzt mal ganz ruhig hier wieder. So. Jede Chance ist eine Chance, die wir eingehen können. Ich weiß noch nicht, wo ich jedes Mal da so springen muss, aber ich tu's einfach. Frag mich nicht, warum ich das tue. Weiß es nicht. Ich tu's einfach. So, machen wir einen coolen Rückwärtssalto. Okay. Beziehungsweise ist es ein Seitwärtssalto, so wie man es halt sieht. Nein. Ja. So sehe ich das schon eher. Gut, danke schön. So. Jetzt sind wieder Scheiße bauen da an der Stelle. Am besten gleich einfach rüberschweben. Einfach ganz entspannt bleiben. Weißt du, ganz entspannt bleiben. Ganz entspannt bleiben. Ganz entspannt bleiben. So, wir blieben ganz entspannt. Und jetzt springen wir ganz entspannt drüber. Ganz entspannt machen wir das. So, ganz entspannt machen wir das. Ganz entspannt. Ganz entspannt holen wir uns gleich den Stern. Ganz entspannt. Ganz entspannt holen wir uns den Stern. Ganz entspannt. Ganz entspannt holen wir uns den Stern. Ganz entspannt nehme ich den Stern jetzt. Ganz entspannt. Cool. Wir alle sind entspannt gewesen. Das ist das Problem, ne? Das ist euer Problem, ne? Was wollt ihr von mir? Was wollt ihr von mir? Was wollt ihr tun, ne? Was wollt ihr von mir machen, ne? Mama mia! So, rein jetzt mit dir. Yeah! Ist cool runtergerutscht. Also, yeah! Okay. Rote Münzen haben wir gemacht. Mario Morgana steckt ein. Säure, Liebe, Sirene, König, Buhu, Keller. Das Geheimnis von Casino, Delfino. Stimmt, ja. Da war ja auch noch eine Röhre. Da ist ja zwar das Gewinnspiel, aber dahinter ist ja eine Röhre versteckt. Ich vergesse das jedes Mal.
Naja. Kein Ding, denke ich mir so. Machen wir es einfach so. Jo. Ich denke nur, sowas geht, ey. Ich halte hier wieder rein. So, los jetzt. Ja, das Casino. Alle sind schwul. Jetzt, wo wir alles aufgeräumt haben, denkt sich unser lieber Freund. Ja, gehen wir zum Casino, weißt du. Und das sollen wir erst mal finden, das Casino. Na, hier entlang, bitte. Danke, dass du mir die Tür aufmachst. Wieso kann man das nicht einfach aufmachen, das verfickte Casino? Wieso muss man hier so dumm herumhampeln? Was ist das verfickte Problem? Was ist euer verficktes Problem, Leute? Euer verficktes... Was gewinne ich dafür? Gar nichts. Da war doch gerade das, was ich haben wollte. So. Nein, das wollte ich nicht. Nein, was? Danke. Okay, ich habe das erste geschafft, wollte ich damit sagen. Okay. Irgendwas stört dich an dieser Reflexion hier. Das sieht immer so aus, als würde es sich nach innen wölben und nicht nach außen. Ich komme darauf nicht klar. Das ist voll die optische Täuschung, das Ding. Jedes Mal aufs Neue. Mal gucken. Ja. Achso, da kommt es ja jetzt aufs Glück an. Was ich da kriege. Oh, Münzen. Nichts. Okay, danke. Oh, Geld. Toll. 3 Münzen. Können wir hier die 100 Münzen sammeln, oder was? Leute. Nein. Gebt mir einfach... Was wird das hier? Was soll das hier werden? Ich brauche keine Almosen. Ihr sollt doch scheiße zu mir, wisst ihr das? Oh, jetzt kommt da wieder ein Geist raus. Jo, Geist, was geht? Mach die mal kaputt. Ich weiß, es ist Zufall, aber... Kann sich der Zufall mal mir widmen? Das ist nicht nett. Muss einfach mal an der Stelle gesagt sein. Kann man hier überhaupt irgendwo Wasser auffüllen? Ja, da hinten. Okay, gut. Ich glaube, da hinten ist noch ein starker Stoff versteckt, wenn ich mich noch erinnere. Das ist der starke Stoff hier drin. Ach ja. Ist da hinten auch noch ein starker Stoff versteckt? Oh, ho, 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 ho. Rüdiger, hallo Rüdiger, na? Siehst du das Video gerade an, Rüdiger? Wie magst du das Video, Rüdiger? Wie ist das Video so? In Hotel Rüdigo? In Hotel Rüdigo ohne dich? Also, weißt du, das Hotel Rüdigo ist nicht mehr auf dich angewiesen, Rüdiger. Das ist traurig, oder? Weil wir ein Casino sind, Rüdiger. Und du wärst im Casino ein völliger Choleriker. Und deshalb sind wir ohne dich ins Casino gegangen. Glaube ich zumindest. Yeah, yeah, coole Attacke. Was geht der denn so ab? Wie habe ich den jetzt getroffen? Haya, haya, macht coole Tricks die ganze Zeit. Geht doch. Wieso dreht ihr so durch, ey? Was ist mit euch los? Das stimmt nicht mit euch, ey. Nein. Danke. So. Jo, bion, bion. Nicht der Jazz. Danke. Aha, jetzt ist also nur der eine. Wie soll ich jetzt Punkt genau treffen, oder wie? Ja, das wird ja nichts. Hörst du jetzt auf? Bist du das da hinten? Na, du kannst doch nicht. Kannst du damit aufhören? Na, du bist doch scheiße zu mir. Danke. Ja, yeah, du hast alles in dein Leben gewonnen. Du bist der superheilige Megatyp. Okay, danke. So, hier müssen wir wieder rote Münzen sammeln. Ich weiß nicht, wo die sind, aber es ist mir auch egal. Weißt du, da macht man sich nichts raus. Mario denkt sich so, fickt euch alle. Dann denkt sich Mario so, nee. Das lasse ich mit mir nicht machen, weißt du. Mario ist sowas egal. Oh, shit. Nein, lass mich auch nicht runterschieben. Damit das schon mal klar ist. So leicht geht das hier nicht mit mir.
Ja, so, hier gehe ich jetzt lang. So, mal hier sowas. So, dann hier, so, guckt euch das an, ey. Guckt euch das an. Fulminant, würde man dazu auch sagen. Okay, das ist doch nicht mehr so fulminant, was hier passiert. Okay, den haben wir schon mal. Mama! Arschbombe ist tot! Also, ich habe noch nicht damit gerechnet, dass mein erster Versuch klappt. So, okay, machen wir einen zweiten Versuch. So, da ist die erste Münze. Hier schweben wir einfach rüber, mir ist das alles egal. So, guckt ihr das an, so schnell geht das. So geht das! So, wisst ihr, oh! Okay, so wisst ihr, so geht das, so, ne? Ist halt auf. Blöder Kasten, ne? Auf, mir meine Münze wegnehmen zu wollen, ne? Weißt du, das ist meine. So, jetzt geh ich hier lang. Lass mir das nicht wegnehmen. Meine Münze und der ganze Kram, was mir sonst auch noch angeblich gehört, wenn es auf mir geht. So, geht doch. Waha! Das sagt Mario der Zweifel. Waha! So, und die Münze. So, und dann schweben wir hier mal schnell rüber, bevor wir sterben. Genau, bleiben ganz entspannt. Ganz geschmeidig. Ja, geschmeidig wie Wolle. So geschmeidig bleiben wir gerade. Nur damit du schaffst, wie geschmeidig ihr jetzt gerade fühlen müsst. So. Es wird alles gut, wenn wir jetzt da rüberkommen. Ich sag's euch, es wird alles gut. So, jetzt lass ich das schon rüber. Also, das Video wird schon wieder viel zu lang. Nein, ich will auch keine komische Action hier machen, wo man hier derweil rumswindet. Ach, weißt du was, du kannst nicht mehr würfeln. Geh einfach so hier rüber. So. So, damit haben wir doch wieder ordentlich was geschafft heute. Wir sehen uns nächstes Mal bei Super Mario Sunshine. Super Mario Sunshine. Super Mario Sunshine. Super Mario Sunshine. Da sehen wir uns als nächstes bei Super Mario Sunshine. Wo sehen wir uns als nächstes? Super Mario Sunshine. Okay, ich lasse euch jetzt in Ruhe. Tschüss.